So, einen wunderschönen guten Morgen. Na, ihr? Na? Na? Guten Tag, Hoschen. Moin. Tag, Leute. So. Vorgestern war so schönes Wetter. Was ist jetzt schon wieder los? Und kalt ist es auch. Eklig, oder? Herr de Bruns, einen wunderschönen guten Tag. Moin, Leute! So, herzlich willkommen zum Warm-up. Ne? An alle Leute, die einfach nicht genug kriegen können. Und warum Warm-up? Ab heute startet das Main-Event in Montenegro. Deutscher, es ist doch der erste Stream. Lass es mich ändern. Du hast recht, alles gut. Vielen Dank. Und die 166 waren aber, glaube ich, im April nicht zusammen irgendwie. Ne? Ganz entspannt. Das sollte eine erfreuliche Nachricht sein. Das ist keine erfreuliche Nachricht. Das ist nett gemeint, aber 166 Subs. Kannst du rechnen, mal 1,9 so ungefähr. Das habe ich verdient letzten Monat. Mit Twitch. Ne? Da kann man sehen, ist halt eng bei allen Leuten im Moment. Ne? So, aber. Müssen wir ja wieder ändern. Subscriber. Monat. So. So, alles aktualisiert. Ich hoffe, es ist jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. So. So, jetzt aber. Sind wir jetzt zufrieden, Herr Deutscher? Aber... Irgendwas stimmt nicht, oder? Irgendwas stimmt nicht. Moin Polter! Guten Tag erstmal. Guten Tag, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wieso? Es müsste doch da eine aktuelle Zahl stehen. Wieso steht da keine Zahl? Das verstehe ich nicht. Aus Datei lesen. Durchsuchen. Desktop. Stream Label. Ah, da.
Gab es wieder ein Update oder so? Hat sich wieder alles verstellt? So, ihr Süßlinge. Das ist natürlich auch geil. Ihr Süßlinge. So. Ja, also ich weiß nicht, ob meine Mama gleich noch vorbeikommt. Sie hat gerade gesagt, sie kommt vorbei, aber das geht ja heute nur bis um 12. Um 12 Uhr geht ja schon der Countdown los, soweit ich weiß. Es kann auch sein, dass ich heute ein, zwei Mal zwischendurch telefonieren muss. Auf jeden Fall sollte ich euch heute Mittag sagen können, was mit der Art Games los ist. Ne? Und ich kann euch jetzt schon sagen, es sieht nicht gut aus. Leider. Abwarten. Ja, Deutscher, so falsch liegst du da gar nicht, ne? Also der Unterschied von diesem zum nächsten Jahr ist, dass dieses Jahr noch eine Riesenbaustelle ist auf dem Freigelände, was ein Stück vom Freigelände wegnimmt von der Arten Games, plus wir haben nicht alle Hallen. Also wir wollen ja die große Halle, die ihr alle vom letzten Jahr kennt. Die Freifläche davor. Und dann ist daneben noch eine mittlere Halle, die hat ungefähr die Größe von einer Turnhalle. Und daneben ist noch eine kleine Halle. Und da soll ja quasi ein Charity-Poker-Turnier stattfinden. Und wir haben dieses Jahr nur in Anführungsstrichen die Halle mit dem Charity-Poker-Turnier, ne? Und die große Halle, aber nicht alles von der Freifläche und so. Und ja, also das Schöne ist, dass wir für nächstes Jahr halt alles zugesagt haben. Wir haben auch für nächstes Jahr schon Fördermittel zugesagt. Aber was halt noch viel cooler ist, wir haben für nächstes Jahr schon zwei große Sponsoren. Aber ich kann auch nicht sagen, welche, ist aber egal. Das heißt, für nächstes Jahr sind quasi zwei Drittel der Finanzierung schon drin. Wir werden Videos drehen ab Anfang August von dem ganzen Bums und werden richtig schöne Werbevideos machen mit Szenen zusammengeschnitten von den letzten Arten Games und so weiter und so weiter und werden da richtig, richtig geiles Programm auffahren. Ne? Dann habe ich eine neue Agentur. Die ist jetzt auch richtig gut aufgestellt. Die Agentur ist neu. Und da ist der Onkel Jo mit dabei und der Martin ist mit dabei. Und die machen auch viel mit Cyberballerei und gegeneinander hier, ne, antreten und so. Und das wird richtig cool. Warte jetzt mal ab. Aber ich werde, das Problem ist ganz einfach, ich habe das schon mal gesagt, ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, ne? Und viele Leute, die mich irgendwie, sagen wir mal, viele Leute, die den Olli von vor 10 Jahren kennen würden oder so,
die wissen, dass der Olli vor 10 Jahren einfach gesagt hätte, ja, ist mir egal, ich lasse es trotzdem stattfinden. Ne? Und dann hätte ich mich jetzt verschuldet, dann hätte ich jetzt irgendwo mir her mit 20.000 Euro geliehen und dann hätte ich das irgendwie stattfinden lassen und dann wäre das auch okay gewesen, aber dann wären da nicht die Gäste und Gästinnen, die ich hätte haben wollen, wahrscheinlich, weil es zu kurzfristig wäre, dann wäre wahrscheinlich alles so halbgar. Ne? Aber dann hätte ich wenigstens sagen können, ich habe es aber gemacht. So, und dann ist die Veranstaltung vorbei und dann sitze ich auf 25.000 Euro Schulden, wenn das überhaupt langt. Und dann, das will ich nicht mehr. Aber abwarten. Aber abwarten. So, jetzt muss ich mal eben telefonieren.
Test 78, einen wunderschönen guten Tag zurück. Moin, moin. Tut mir leid, das war wichtig. Das war wichtig. Schade und wichtig. Prost, Prost, Prost. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben werden, für alle Leute, sollte es nicht stattfinden, für alle Leute, die sich dazu entscheiden, das fürs nächste Jahr stehen zu lassen, was super wäre, weil das einfach ein unheimlicher Aufwand ist, mit der Hin- und Her-Überweiserei. Ne? Die Arten Games Escindia UG existiert ja, ne? Firma gegründet. Und das Firmenkonto, das europäische Firmenkonto, so ist das heutzutage, befindet sich in Frankreich. Und da musst du hin und her überweisen und dann musst du das alles in den Steuern deklarieren, hier, da und so weiter und so fort. Also das dauert erstens ein paar Tage und ist ein Riesenaufwand. Für alle, die es stehen lassen, also auch für Leute, die, falls es nicht stattfindet, die ein Hotelzimmer haben oder so, habe ich gerade abgeklärt, das geht 1:1 fürs nächste Jahr. Mit den gleichen Konditionen, voll geil. Und ich kann euch sagen, an dem Wochenende der Arten Games werden wir, also es werden auf jeden Fall sich hier ein paar coole Leute treffen, das kann ich euch jetzt schon sagen, es ist aber, steht aber noch nicht alles fest. Und wenn ihr Lust habt, trotzdem irgendwie vorbeizukommen und wir machen vielleicht irgendeinen drauf oder so, dann können wir das ja trotzdem machen. Das da gerade eben war auf jeden Fall der Manager vom Hotel und der hat super Verständnis. Der hat mir gerade auch gesagt, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Und ihm tut es nicht leid, weil ne, man kann die Karten auch nächstes Jahr benutzen. Natürlich, Izzy. Ne? Also du hast halt zwei Möglichkeiten. Es steht noch nicht ganz fest. Ne? Ich sag euch, wie es ist. Es sieht nicht gut aus, aber es steht noch nicht ganz fest. Ich muss mal eben hier Wasser einfüllen. Aber ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Alle Leute, die sich entscheiden, die Karten stehen zu lassen und nächstes Jahr zu kommen, bekommen ein T-Shirt von mir. Ein Dankeschön-T-Shirt. Erstmal fürs Verständnis, ist auch schon abgesprochen. Da, und eine kleine Überraschung dann auf der Arten Games nächstes Jahr. Weil es ganz einfach einen riesigen Aufwand spart. Ne? Also wirklich, es spart einfach einen riesen Verwaltungsaufwand, wenn man das so nennen kann. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr sagt, ja gut, ist mir aber scheißegal, dein Verwaltungsaufwand, ich will mein Geld zurück, dann ist das schon völlig in Ordnung. Ne? Dann dauert das halt ein paar Tage, weil du das einfach für hier Steuerkackerei hin und her überweisen musst und dann geht's zurück. Also es ist noch nicht ganz sicher, lieber Tenner. Aber die Gründe sind, es fehlen 20.000, 25.000 Euro Fördermittel, die zugesagt worden sind für Dezember. Jetzt ist Mai. Der Plan war halt einfach mal, dass wir im Dezember die Fördermittel haben, dann drehen wir ein paar Videofilme, dann machen wir Werbung, dann laden wir uns die Gäste ein, die wir haben wollen und dann machen wir schön von Januar bis Mai, Juni Werbung. Wir haben nur 1.000, 1.500 Tickets zu verkaufen. Die werden ausverkauft sein, so war meine Rechnung. Das Geld, was damit zusammenkommt, ist dann halt auch da, um alles zu bezahlen, alles easy und dann haben wir die Arten Games für dieses Jahr fertig. Und als dann im Dezember keine Rückmeldung kam, wurde mir gesagt, Januar. Als im Januar keine Rückmeldung kam, war Februar. Und dann denkst du dir halt irgendwann so, ja, aber ich will ja hier Gäste einladen. Ich muss mich doch darum kümmern, dass alles steht. Ich muss die Technik bestellen und so weiter und so fort. Und dann hieß es März und dann war es April. Und im März habe ich mir schon gedacht, das wird ganz schön kurzfristig. Und das Einzige, warum ich das da noch nicht abgesagt habe, war, weil du halt keine 100.000 Tickets verkaufen musst, weißt du, sondern nur 500 oder 1.000. Ne?
Das ist ja eine kleine Veranstaltung, aber eine geile Veranstaltung. Eine besondere Veranstaltung. Und ja, das Ärgerliche bei allem ist, dass wir dieses Jahr halt noch die Halle 8.000 Euro begünstigt bekommen und nächstes Jahr nicht mehr. Das heißt, wir müssen nächstes Jahr steigen die Kosten um 8.000 Euro. Aber nichtsdestotrotz, Kosten sind auch der zweite Punkt. Alles ist viel teurer geworden. Zum Beispiel die Technik. Die Technik, die letztes Jahr, sagen wir mal, 7.500 Euro gekostet hat fürs Wochenende, kostet jetzt 12.500 Euro. So, das heißt, ihr wisst, dass ich letztes Jahr 15 bis 17 5.500 Euro draufgelegt habe, was völlig okay war. Das war der Plan, um der Stadt Essen und der Welt zu zeigen, dass das, was wir dort tun, eine coole Sache ist. Hat auch funktioniert und die sind auch jetzt schon dabei fürs nächste Jahr. Die freuen sich aufs nächste Jahr. Das ist alles cool, wenn das dieses Jahr nicht stattfindet. Die sind auch gar nicht böse. Aber ich kann nicht mich verschulden. Vor allen Dingen wüsste ich nicht bei wem. Ich kann nicht zu meiner Mama gehen und sagen, Mama, leih mir mal 30.000 Euro. Dann müsste meine Mutter einen Kredit aufnehmen, wenn sie noch einen kriegt in ihrem hohen Alter und müsste mir die 30.000 Euro geben, damit ich eine Art Games-Anleihe jetzt innerhalb von 2 Monaten, wo die Leute, die ich einladen möchte, selbst wenn sie wollen, vielleicht gar nicht mehr können, weil es einfach zu kurzfristig ist. Und das wäre einfach super schade. Ne? Du kannst keine vernünftige Werbung machen. Ich war jetzt mit Palo da, wir haben uns das alles angeguckt. Wir dürfen rein in die Zeche. Wir werden, da ist Mama, hey, jetzt bist du aber gerannt, wa? Ma, du kannst gerne jeden Tag in der Woche kommen. Ich mache immer um 10 Uhr los, aber dann sei um 10 Uhr hier vielleicht ganz entspannt, ne? Weil sonst lohnt sich's nicht. Ich wäre auch heute vielleicht nicht gekommen, aber ich habe eine Hängefrage. Na, was hast du? Eine Hängefrage. Ja, erstmal Luft holen. Wie war es denn in Holland? Furchtbar. War alles voll oder was? Es war. Oh, hallo Chattin. Hallo, ihr Dienstags-Chattin. Ihr wunderbaren. So, ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon. Nenn mich Izzy. Es haben auch gestern noch Leute Karten gekauft. Ne? Die Karten, wenn heute sich entscheidet. Also ich habe gerade mit dem Hotel Ibis telefoniert und ich habe gerade noch mit einer anderen Stelle telefoniert. Und die versuchen mir jetzt heute noch Bescheid zu sagen. Und er hat mir gerade gesagt, ob er vielleicht auch noch bis morgen Mittag Zeit hätte. Weil jetzt wäre halt ein Tag nach Feiertag und bla. Und die müssten spätestens morgen beim Warm-up erfahrt ihr, wie es aussieht. Und nochmal. Ihr kriegt alle euer Geld zurück, wenn ihr wollt. Es ist viel entspannter und auch für die Steuer und fürs Abrechnen viel geiler, wenn ihr es stehen lasst. Alle Leute, die sich dazu entscheiden, es stehen lassen fürs nächste Jahr, kriegen ein Dankeschön-T-Shirt von mir. Ich habe schon eine super Idee für das Dankeschön-T-Shirt. Das möchte ich aber mit meiner Mama bequatschen. Und das macht es einfacher. Also keine Sorge. Und die Karten gibt es halt, das ist auch ein Punkt. Nicht mal die Karten sind gedruckt, weil wir halt nicht wussten, was Sache ist. Und wenn wir wir werden Anfang August losgehen, Paolo und ich, werden Aufnahmen machen in der Zeche, in den Museen, in der Ausstellung, das dürfen wir, und werden dann 2, 3 Filmchen, Werbefilmchen zusammenschneiden, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann werden wir ab August Werbung machen dafür. Dadurch, dass die Mittel schon da sind dann, also und auch schon bestätigt sind, und von das Geld dann nehmen von den Leuten, die die Karten stehen lassen und dann halt Leute einladen und mit denen Werbung machen und dann wird das eine ganz andere Hausnummer und ganz anders, sage ich euch. Aber nächstes Jahr, das ist, also erstens mal lieber der 1, 2, 2, 4, 3... 12, 24, 36. Nächstes Jahr ist alles noch da. Ja gut, das kann ich ja nicht ändern. Ne? Das kann ich ja nicht ändern. Aber für nächstes Jahr steht die Finanzierung halt. Ne? Für dieses Jahr halt nicht. Ne? Das kann ich halt nicht ändern. Für dieses Jahr halt nicht. Das kann ich halt nicht ändern. Das, was der Mann sagt. Der ist weise. Ne? Aber
es ist halt finanziert. Was soll ich sagen? Dieses Jahr musst du dir halt so vorstellen, dass wenn du eine Firma hast, ein Unternehmen hast und du hast einen Werbeetat, ne, den du ansonsten versteuern müsstest und eh abgeben müsstest, und du kannst dich dieses Jahr gar nicht entscheiden, wo du es hinknallst, dann wirst du es wahrscheinlich eher einem Festival, wo, keine Ahnung, 500.000 Leute hingehen, in den Rachen werfen, wenn das möglich ist, oder irgendeinem anderen Festival oder keine Ahnung, welchem Künstler oder so, als eine Art Games. Ne? Also das weiß ich, weil halt 4, 5 Sponsoren, von denen 2 fürs nächste, ab nächsten Jahr zugesagt haben, aber nicht für dieses Jahr, mir genau das gesagt haben. Und die Fördermittel, Nord Open Air und Turok Open Air haben abgesagt wegen Kosten und weil die Fördermittel halt dafür nicht gekommen sind. Ne? Und die Fördermittel ist genau das Gleiche. Das ist ein Topf mit Fördermitteln. Die werden verteilt an die Bewerber für Fördermittel. Und dieses Jahr ist das der Topf und das ist der Topf von Bewerbern, halt, ne, sozusagen. Also ist es ein leichter, und da kriegt halt einfach nicht jeder was ab. Und wir haben bis jetzt, stand gerade eben, für dieses Jahr nichts abbekommen. Haben wir denn für nächstes Jahr schon ein Datum? Ja, haben wir. Haben wir, und zwar... Warte. Also, das ist das Datum, wo wir alle in dem wir alle Hallen gemietet haben. Es müsste Donnerstag bis Montag sein. Also dann vom 6. bis 8. ist dann die Arten Games. September. Ist vielleicht auch ganz gut, weil dieses Jahr ist es im Juli und das war das einzige Wochenende, wo halt noch überhaupt irgendwie was ging. Und das ist in den Ferien. Und da haben ja auch jetzt viele gesagt, wieso machst du die Veranstaltung in den Ferien, Olli? Bist du bekloppt, ne? Ja. Der Plan ist ja eigentlich immer, und das wird ja ab 25 passieren, ab 25 wird das Musikfestival immer an den Anfang September fallen und die Arten Games Mitte Juni, so ungefähr. So wie es eigentlich immer sein sollte. Was ist jetzt los? Ach so, ja. Was hast du jetzt schon wieder zum Meckern? Nein, ich hatte das nur mit dem Musikfestival und habe dann da gelesen, dass für 24... im September die Arten Games ist. Und ja, Musikfestival ist ab 25. Aber du hast gesagt im Juni. 25. 2025. Okay. Das da ist 24. Ja. Steht ganz fett vor. 2024. Ja, okay. Chatsucht geht rein. Nein, die Chatsucht geht nicht rein. Okay, wie dem auch sei, so ist der Stand der Dinge. Also, alle Hotelzimmer können auf jeden Fall schon verlegt werden. Das habe ich gerade schon abgesprochen. Das finde ich total entspannt. Es kann übrigens sein, morgen, dass das Warm-up aus dem Auto kommt. Also, vielleicht, Marv, falls du Bock hast, morgen dabei zu sein, musst du mitkommen, weil wir müssen morgen vielleicht 1, 2 Sachen erledigen. Und da das heute länger gehen wird, bis die Geschäfte zumachen, kann es sein, dass wir entweder morgen sogar schon eher anfangen und dann ein paar Sachen erledigen und dann Muttern abholen und frühstücken, oder dass wir zusammen mit Muttern im Auto frühstücken und durch die Gegend knallen. Spannend, oder? Muss ich erst gucken, ob ich kann. Mutter ist busy, verstehst du? So, Chat, Mama, Chat, für den Fall, dass hier Pokerleute unterwegs sind. Diese Woche ist EPT Main Event aus Montenegro. Falls ihr bis jetzt nur meine Stimme gehört habt, ich bin der Olli. Um 12 Uhr gehen wir rüber zu Felix in den Channel, also 12, kurz nach 12. Und dann geht um 12.30 Uhr die Übertragung ab Tag 2 vom Main Event los. 5.300 Euro Buy-in. Es wird spannend. So, und ja, das ist meine Mama. Das ist mein Studio. Das müssen wir auch mal wieder auf Vordermann bringen. Hängt ganz davon ab, wie viel Zeit wir haben. Die Pokernummer geht bis einschließlich Samstag. Je nachdem,
wie lang es am Samstag geht, entscheidet sich, was am Sonntag habe ich nämlich Geburtstag. Entscheidet sich, was wir am Sonntag tun. So, jetzt erzähl. Wie war Knockout, danke für dein Abo. Vielen Dank. Wunderbar für den 36 Monate. Boah, ist das wahnsinnig toll. Danke, danke, danke. Flöten kann ich nicht, ich bin heute fassungslos. Flötenlos. Also, wie erstmal hallo ihr wunderbaren Dienstags. Du spielst am Mikrofon rum. Das wird wahrscheinlich gerade zu Hause machen, ne? Dienstags-Chattis, ihr Goldstücke, ihr fantastischen Menschen. Mal gucken. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich war gestern in Venlo. Es war dramenhaft. Es war voll. Nicht nur voll, es war übervoll. Und wir hatten natürlich das wahnsinnige Glück, dass ausgerechnet gestern, wo der erste Tag des 49-Euro-Tickets war, dieser Regio in dem Ort Kaldenkirchen, wo ich überhaupt noch nicht mal wusste, dass der Existenzberechtigung hat, das ist noch Westdeutschland, also noch Westen, also hier, wir sind das noch, stehen blieb und der Fahrer sagte, wir können gleich nicht weiterfahren, weil auf dem Weg nach Venlo, eine Station war das noch, ein Güterzug liegen geblieben ist. Ja, da kann er nichts hören. Und das macht es nicht besser, ne? Nein, das macht es nicht besser. Also strömte alles raus, hatte aber die Option, wieder mit zurückzufahren. Was unwahrscheinlich freundlich war, dass man nicht stehen bleibt. Sie aber müssen jetzt hier auf dem Feld, kurz vor Venlo, Ihr Zelt aufschlagen und haben Pech gehabt. Dann sind alle rausgeströmt und da raus, bis ich dann erstmal. Kannst du was trinken oder so? Ja, ja. Was denn? Ich hätte gerne. Kannst du mir einen kleinen Kaffee machen? Ne. Ja, gut. Natürlich. Bis ich dann erstmal fragte, warum laufen wir denen jetzt alle hinterher? Weil keiner wusste, wo die eigentlich hin wollten. Und dann sagte eine Frau: Ja, wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Und dann sagte jemand: Ja, das ist ja bis zur Grenze nicht mehr weit, wir laufen da jetzt hin. Wobei wir gesagt haben, ja, aber Venlo ist ja auch ein etwas größerer Ort. Man weiß ja gar nicht, wo man da an der Grenze kommt. Ja. Und wie weit es bis zur Grenze ist. Ja, 5,5 Kilometer. Und da hatte ich gestern sowas von Bock drauf, 5,5 Kilometer zu latschen. Ich war voll Motivation. Hast du gemacht? Natürlich nicht. Ja, und? Es kam eine Haltestelle, wo der Bus fahren sollte. Wir guckten auf den Plan, die anderen auch, die 20, 30 Leute, die da an der Haltestelle schon standen. Und dann habe ich noch gesagt, also meiner Meinung nach fährt hier sonntags kein Bus. Es ist zwar Montag heute, aber es ist ein Feiertag. Du siehst aber, dass ich null Mitleid habe, ne? Ich habe dir gesagt, es ist Feiertag, ganz Nordrhein-Westfalen wird nach Holland knallen. Da hast du noch gesagt, ach Quatsch! Ja, natürlich, weil ich davon ausgegangen bin, dass das alles Mai-Freunde sind. Dass die Maibäume machen, bei Maibowle trinken, dass die feiern wollen, mit Familie oder mit sich selber Radtouren unternehmen und dabei ein Maiglöckchenstrauß haben oder so. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass die alle dahin knattern. Weißt du, was die junge Welt sich sagt? Warum müssen die Alten, die sowieso frei haben, an einem Feiertag, wo wir mal nach Venlo fahren können, die Züge und Bahnen blockieren? Und das weiß sie auch. Nein, weil man kann das ja auch so sehen. Die können ja nicht denken, was wollen die Alten heute in Holland, sondern die hätten sagen können, gut, schön, dass die Alten nach Holland fahren, dann haben wir mehr Platz zum Feiern. Was? In den Biergärten und so weiter. Das ist Quatsch. Natürlich. Das ist totaler Bullshit, das Nein, weißt du ist auch. Es nicht. Natürlich. Ich habe dir im Auto schon gesagt, fahr nicht dahin. Ich werde sowas auch nicht mehr machen. Aber ja, ja, bis zum nächsten Feiertag und dann kommt dann, das ist aber ein anderer Feiertag. Da fahren die alle nicht nach Holland. Ja, zum Beispiel am Vatertag. Zum Beispiel, da fahre ich nämlich wieder hin. Weil da sind ja nur die Väter, sind das ja dann, ne? Das ist nicht gesüßt hier übrigens, ne? Ja, das weiß ich. Ach, okay, gut, wollte ich dir nur sagen. Aber es ist trotzdem lecker. Ja, also auf jeden Fall wollte ich ja Tee. Und
Ich wusste gar nicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das war da so ein Gewusel, als wenn man da alles umsonst bekäme bei diesen zwei Brüdern. Wir waren nicht nur beim zwei Brüdern, wir haben auch ganz gemütlich am Wasser gesessen. Und haben die, haben die Maas beim Strömen beobachtet. Und also es war einfach fantastisch. Jetzt ist das so hoch, da komme ich gar nicht hin. Aber es war natürlich auch so, dass alle diese Menschen, die da jetzt in Venlo festhingen, dadurch, dass ja diese Züge nicht fahren konnten, wir haben das dann so gemacht, wir sind dann ein Stück noch gelaufen und haben uns dann beim Burger King Kaffee getrunken und haben gesagt, okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück und wenn der Zug durchfahren kann, fahren wir mit durch und wenn nicht, fahren wir wieder mit zurück. Der Zug konnte durchfahren, der nachfolgende, also eine Stunde später wohlgemerkt, ja. Und nach dieser einen Stunde später war der Zug überfüllt mit Massen. Man hat quasi oben in den nicht vorhandenen Abteilen gelegen. Man stapelte sich überall. Aber wir haben es gemacht und sind hingekommen. Ben, Mias, hallo. Olli muss gerade telefonieren. Und ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich nicht so dringend Tee gebraucht hätte. Ja, ich bekomme auch hier bei uns Tee. Aber da ist er wirklich um einiges günstiger. Und ich wollte ja mein 49-Euro-Ticket ausprobieren. Aber auch 1000 andere. Jumi, aber nicht für den Preis. Wenn ich hier für 100 Gramm Tee, 6, 7 Euro, also Grüntee nach meinem Geschmack und auch nicht selbst gepflückt, bezahle, dann zahle ich da die Hälfte. Das ist einfach so. Wow. Kalwadere, cool, mit wem bist du dorthin gefahren? Mit der Bahn, mit vielen tausend anderen, ich nehme mal an, Nordrhein-Westfalen und einer guten Freundin. Smog zum, das weiß ich gar nicht, da habe ich überhaupt noch nicht nachgeguckt, müsste ich mal machen. Aber dieses Erlebnis zu schnuppern und daran zu riechen, das habe ich dann ja nicht. Und diese, weißt du, diese innerliche Erregung, was dann, dass dann der Zugausfall ist. Zum Beispiel, Dinner, ja. Natürlich. Schneiders, meine Damen und Herren. Ja, und man muss ja auch so sagen, ich habe dann geguckt mit diesem Bus und dieser Bus, meiner Meinung nach wäre der nicht gekommen. Und ich habe das auch gesagt, also ich glaube nicht, dass er kommt. Sonntags ist für, ein Feiertag ist für mich ein Sonntag und da fahren keine Bus und schon mal gar nicht am Tag der Freiheit. Tag der Freiheit! 1. Mai! Am Tag der, wer kennt es nicht? Tag der deutschen Freiheit. 1. Mai, warum auch immer. Am Tag der Einheit. So. Das Freiheitstor in Berlin, kennt ja auch jeder. Und es schlossen sich noch mehrere, also beim Hinlaufen noch einige Leute an. Es war jetzt ein Versprecher, wie so oft. Und dann haben wir dann Halt gemacht da und sind dann, haben dann den Kaffee da getrunken und dann hatten wir noch 20 Minuten, bis der nächste Zug gekommen wäre oder auch gekommen ist. Und sind dann halt zurückgelaufen zum Bahnhof. Und was war? Die Traube an Menschen, die auf den Bus gewartet haben, warteten da immer noch. Vielleicht warteten sie bis heute Morgen. Und dann sagte der, dann habe ich gesagt, der kommt vielleicht nicht. Doch, doch, der kommt halt, der eine ist ausgefallen, der andere kommt 20 Minuten später. Ich habe dann gesagt, ja, viel Vergnügen. Und wir sind zurück, weil ich dachte, das ist so nicht. Dann war der Zug so übervoll,
Also, aber man konnte noch atmen, sonst wäre ich wieder ausgestiegen. Also ich konnte atmen, es war ja auch nur eine Station bis Venlo und da sind wir raus. Und dann war plötzlich Stopp, wir konnten nicht weitergehen, da habe ich schon gedacht, jetzt haben sie ja auch Gitter aufgebaut. Aber nein, es war nur, weil die Leute ja alle aus dem Zug raus mussten, da ist ja Endstation. Und dann sind da, ich weiß nicht, Tausende an, ich behaupte mal, davon 990 Westfalen oder beziehungsweise nordrhein-westfälische Mitmenschen reingepilgert nach Venlo. Und es war... Nicht, dass ich das gesagt hätte. Und bei den drei Brüdern, das müsst ihr euch mal... Zwei Brüder. Es werden immer mehr. Die Sippe ist unschlagbar. In 2-3 Jahren die 10 Brüder. Die 12 Brüder. Die von den 12 Brüder. Brüder. Das waren dann die Nachfahren von den Aposteln. War das so voll, das könnt ihr euch auch da kaum vorstellen. Ich schon. Wenn man muss, das ist also so über 2 Etagen und du musst so eine Rollertreppe hochrollern. Und wenn du dann da oben fertig bist, wo Kaffee, Tee und das ganze Gedöns ist, Apotheke, ich habe dir was mitgebracht, dann muss man auch wieder runterrollern. Da war Stau, bis man wieder runterkam. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Stau, um überhaupt auf die Rolltreppe zu kommen. Die hatten unten 10 und 4 Kassen geöffnet. Und da war sogar immer noch, dass die Leute Schlange anstanden. Und ich weiß nicht warum, aber die kaufen da wagenweise Getränkedosen. Die kaufen da wagenweise Lakritzen und so. Und das fand ich jetzt gar nicht mal so sehr preiswert. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, der Monatslohn für den Mai ist weg bei denen. Bei mir war er das nicht, aber bei denen vielleicht. Und ja, so ist es. Du hattest, Gott sei Dank ist in der Teeabteilung, die haben eine wunderbare, wirklich fantastische Teeabteilung. Die ist so lecker. Und da ist es ja Gott sei Dank jetzt nicht so übervoll. Die reißen dir ja nicht den Tee aus der Hand. Aber alles andere, nee. Es war unmöglich. Und dann sind wir zurückgepilgert. Es war dann, wir wollten jetzt nicht so spät, weil wir dachten, boah, wenn diese ganzen Massenmenschen da auch wieder zurück wollen. Sorry Leute, ich muss zwischendurch ein bisschen hier heute ein paar Sachen klären. Das ist ein bisschen doof, aber... Also wenn die, Holland hat Pfand eingeführt. Was, echt? Die Dose. Wisst ihr, was die auch eingeführt haben? Und das fand ich gar nicht so schlecht, diese Idee. Wenn die da, die haben ja riesige Einkaufswagen auch, ne? So wie wir. Und du musst da ja auch, du nimmst sie raus, rollerst damit hoch, packst dich voll. Und viele gehen dann damit raus zum Auto und lassen die stehen, die Wagen, und tschüss. So wie das in Deutschland halt üblich ist. Du musst jetzt, wenn du mit dem Wagen rausgehst, 10 Euro bezahlen. Und wenn du den Wagen wieder zurückbringst, dann kriegst du die 10 Euro auch wieder. Das fand ich eine super Idee. Und da hast du gesehen, wie die teilweise zu ihren Autos dann getappert sind mit ihren Wagen. Aber schön brav, 10 Euro, das ist dann wohl so eine Schmerzgrenze auch, die Leute bereit sind, nicht mehr dazulassen. Und tapperten zurück. Ich hatte ja nur ein Beutelchen voll. Ich brauchte Tee, ich brauchte Käse und ich habe einen leckeren Käse mitgebracht. Zwiebelknoblauch, aber der schmeckt sowas von lecker. Zwiebelknoblauchkäse. Geil. Nicht Streichkäse. Den gibt es in der Apotheke oder was? Hartkäse, also so wie Gouda-Käse. Ja, aber den gibt es in der Apotheke, oder? Nein, natürlich nicht in der Apotheke. Die haben da oben auch so eine Apotheke. Die haben tonnenweise da Nasensprays und weil das im Angebot war, rausgebracht und. Und ich habe dir für alle Fälle, habe ich für... Welche Teesorte hast du dir gekauft? Welche Teesorten ich mir gekauft? Beziehungsweise welche trinkst du am liebsten?
Grüntee und Weißtee. Und ich habe mir... Sie geht halt hier seit Wochen, Monaten geht sie lang. Jetzt tritt sie auf. Ich habe natürlich was anderes jetzt hingestellt. Was soll ich damit? Aufbewahren. 500 kriegst du sonst nicht. Ja, cool. Gleich erstmal 3 Stück einwerfen. Ja, 500, das sind Paracetamol 500. Die kriegst du sonst nicht und die hast du da... Das ist aber auch wieder so ein EU-Ding, was ich nicht verstehe, ne? Für 1 Euro. Du kriegst in Spanien sogar 800, glaube ich. In Deutschland 400, in Holland 500. Ich verstehe das alles nicht. Ultimate, ich habe mir einen Grüntee mitgenommen, 3 Päckchen, damit ich da, falls es jetzt wieder so horrend voll ist, nicht so schnell wieder hin muss. Ich habe mir mitgebracht Lemon und habe ich Lemon überhaupt mitgenommen? Nein, Lemon Ginseng für Kopf. Ginseng ist ja für Kopf, oder? Also oder gegen Alter oder sowas. Und ich werde schlagartig bald wieder Kind. Für Kopf gegen Alter. Ja, ich weiß es nicht. Ah ja. Und Beerenfrüchte. Also ich nehme immer Grüntee mit aromatisierten Grüntee. Beerenfrüchte und Orange. Grüntee Orange, der roch so gut. Ich hätte mir auch gerne Birne mitgenommen, aber Birne roch noch nicht. Beerenfrüchte. Mehrere Beerenfrüchte. Ich fand das gut. Ja, der Rez, der war ja auch immer ein super Kaffeetrinker, aber das war ja der Rezertainment, ne? Der Kollege mit den grünen Haaren. Ne? Der ist jetzt auch irgendwie umgestiegen auf Tee und schwört dem Kaffee ab. Mir ist das halt wurscht. Ich finde das total lecker. Der Kaffee, dieser Kaffee, dieser Espresso-Kaffee, von Edeka ist das, glaube ich. Ist der günstigste und der leckerste überhaupt. Und zusammen mit der Hafermilch und ein bisschen süß. Oh, das ist so lecker. Mir ist das egal, ob das wach machen soll oder nicht. Also ich für mich ist das kein Unterschied. Aber Tee ist einfach nicht lecker genug, finde ich. Du kannst aber auch Chai Latte nehmen. Da kannst du auch Wasser reintun. Was? Da kannst du auch Milch reintun. Ja, ich kann in jeden Tee Milch reintun. Leute, die in Tee noch keine Milch reingetan haben, sollten das mal machen. Das ist gar nicht so unlecker. Aber und Klunches, wenn du Schwarztee hast. Das wird an der Nordsee viel angeboten. Schwarzer Tee mit Klunches. Ich habe nur immer Schiss bei schwarzem Tee, dass die Zähne so schnell dunkel werden. Das ist bei grünem Tee nicht so. Weil das Tein, du guckst wieder, weil das Tein abfärbt. Du bist jetzt schon über 60, ne? Knapp. Knapp. Wie viele Jahre davon trinkst du schon Tee und Kaffee? Ja, Kaffee macht. Und jetzt mach mal so. Die sind doch gelb. Ja. Aber auch vom Qualm. Ja, aber Mann. Was glaubst du jetzt auf einmal werden die schwarz vom Tein oder was? Deutscher. Oh, ich muss hier noch umstellen eben kurz. Danke für die 5 Bits. Ja. Ja, und dann hatte ich gestern, und das habe ich immer noch, ein Hoschen. Hoschen. Und dann habe ich... Also irgendwas ist hier kaputt gegangen. Ja, bei mir im Handy auch. Ich habe gestern mein Handy, das musste ich einmal so zur Seite zerren, weil mir das sonst beinahe aus der Hand gefallen wäre. Und dabei, weil ich gerade von dunkel auf hell stellen wollte und dabei ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich habe jetzt immer so einen braun-gelb-Stich da drin und ich kriege den nicht raus. Und die Farben sind auch nicht mehr deutlich. Oder die Schriften sind nicht immer so deutlich. Was ist jetzt? Und ich weiß nicht, ich habe schon alles Mögliche gemacht, wisst ihr. Ich habe in den Einstellungen
geguckt. Und dann sollte man, dann habe ich im Internet nachgeguckt, was es sein kann. Dann hieß es, ich soll den Bildschirm Dingsbums machen, aber den habe ich überhaupt nicht. Bildschirm. Wenn du bei im Internet, also wenn du bei Google nachliest und die geben dir dann da was an, dieses Bildschirmteil habe ich überhaupt nicht. Nein, kein Bildschirmschoner, sondern etwas anderes. Und da kannst du das umstellen von kühl auf sowieso. Das gibt es in meinem Handy gar nicht, obwohl das für mein Handy angezeigt wird. Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Ich habe eine ganz komische Oberfläche. Du kannst manchmal die Schriften gar nicht richtig lesen. Ich habe da schon alles dran rumgemacht. Und das, was schwarz sein sollte, ist bräunlich. Jetzt dachte ich, deshalb bin ich eigentlich hergekommen, dass habe ich den Dark-Modus, der ist an. Und dieser Dark-Modus, das kann man wahrscheinlich jetzt bei euch nicht so erkennen. Der Dark-Modus ist nicht schwarz, der ist jetzt so bräunlich als Hintergrund. Und wenn ich da was mache, es geht nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist so geil, ne? Jetzt gab es wieder irgendein Scheiß-Update und jetzt ist mein erster Monitor nicht mehr erster Monitor, sondern zweiter Monitor. Dadurch, dass er jetzt zweiter Monitor ist, ist jetzt auf dem zweiten Monitor, der jetzt erster Monitor ist, die Soundeinstellung. Dadurch, dass da die Soundeinstellung ist, kann ich jetzt nicht mehr den Sound anmachen von meinem anderen Monitor, der noch eine Box hat. Aber ich kann auch nicht irgendwie jetzt sagen, nein, das ist aber nicht der zweite Monitor, sondern der erste Monitor, weil man das nicht ändern kann. Sondern der Computer erkennt den jetzt als zweiten Monitor und fertig. Ich hasse Technik so sehr manchmal, ne? Da fällt dir nichts ein. Ich weiß nicht, was Blaulichtfilter ist. So, was hast du denn? Guck mal, wenn du das da siehst, es müsste ja eigentlich schwarz sein, der Hintergrund. Der ist aber so bräunlich. Ich zeig dir das mal da. Da ist nichts Weißes, das ist alles so gelb-bräunlich. Ja, weil du wahrscheinlich da rumgefummelt hast. Nein, ich hab nicht daran rumgefummelt. Nein, natürlich, das ist von der ist mir passiert. Gestern einmal so und da musste ich den festhalten, weil ich von weiß auf schwarz gehen wollte. Und dann ist da nichts. Ich habe schon alles versucht bei Einstellungen. Und Bildschirmmodus heißt das. Und diesen Bildschirmmodus habe ich gar nicht drin. So. Polizei nicht gesehen wird. Hoschen. Nachtmodus. Ja. Und wenn brauchst du jetzt auch nicht so viel dran rumfummeln, wenn du es nicht hinkriegst. Ich gehe damit gleich einfach mal bei Samsung vorbei. Anzeige. Siehst du, das ist auch rosa da, das ist nicht weiß. Wo denn? Da oben. Das müsste, wenn du da zurückgehst, siehst du das? Das müsste ja eigentlich weiß sein. Und meine Bilder haben zum Teil rosa Köpfe. Ich habe keine Ahnung, ja, eben. Was du da gemacht hast. Ich habe nichts gemacht. Natürlich nicht. Olli, vielleicht ist die Leitung einfach, einen dritten Bildschirm zu installieren. Ich habe 4 Bildschirme an. Den 5. habe ich ausgestellt. Ich könnte 5 Bildschirme anhaben. Aber der erste Bildschirm ist nicht mehr der erste Bildschirm, sondern jetzt der zweite. Und der zweite ist jetzt der erste. Warum auch immer. Und das ist ja alles. Das sind ja nur so Dinge. So, die man reinmachen kann. Aber die will ich ja gar nicht. Aber musst du auch nicht machen. Ich gehe da nachfragen. Willst du denn den Nachtmodus drin haben oder nicht? Wollte ich eigentlich schon, das ist okay. Besser. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Sonst muss ich mir ein neues Handy kaufen. Ach, Quatsch. Ist halt nur schade, dass du nichts gemacht hast und man nicht irgendwie was ändern kann. Ich weiß es eben nicht. Kann sein, dass ich da dann installiert sich von selbst. Meine Mutter macht auch nie was. Und dann sind 1200... Reinigungs-Apps installiert, die das... Ihr Leute, ich zeige euch mal eben kurz, was ich meine. Ne? Vielleicht hat ja von euch einer eine Ahnung, wie man das machen kann. Und zwar... Installieren sich von selbst, schreibt... Und zwar... Hier. Ne? So, also... Das ist Nachtmodus. Also, der hier, das hier müsste eigentlich 1 sein und das müsste 2 sein. Ne? Das müsste einfach nur, die Zahl müsste geändert werden. Und jetzt ist halt hier unten keine Leiste mehr, bei der ich hier irgendwie den Sound einstellen kann. Leider. Ne? Das ist halt ärgerlich, aber das ist halt so. Wie mache ich den zum... Wenn ich das jetzt einfach verschiebe, dann ändert sich leider nichts. Drück auf den zweiten und mach ihn als Hauptbildschirm. Drück auf den zweiten und mach ihn als Hauptbildschirm. Ich zeige euch das nochmal, dass da oben neben dem Chat ganz da oben steht. Nur Mama! Mami, nee, ich zeige euch das nicht. Wart doch mal kurz ab. Ja. Das kann mich doch eh keiner sehen gerade. Ja. Lass mich doch eben kurz mal das kurz klären. Ja, ah, ja, gut. Ja, ganz okay. Kurz. Hier oder was? Da beim Kästchen schreibt Tenner. Haken rein. Kann ich hier trotzdem den ich kann einfach hier den Bildschirm nicht mehr aktivieren. Seit dem Update, egal was ich als Hörquelle aktiviere, es steht immer Lautsprecher Elgato Sound. Immer. Hier, völlig egal. Lautsprecher Elgato Sound, Lautsprecher Elgato Sound und ich kann den Monitor nicht mehr aktivieren. Wir können also hier wieder keine Dings mehr hören. Ich dachte, das lag jetzt daran, dass die Anzeige da ist. Also erstmal vielen Dank für den Tipp. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber es gab wieder ein Update, es ist alles wieder im Arsch, es ist so zum Kotzen, ne? Was soll das? Lautsprecher Elgato Sound Capture. Wo ist hier mein das hier? Was ihr hier gerade seht, ist der Philips-Bildschirm, über den wir normalerweise immer eure Alerts hören und so. Wo ist er hin? Wieso gibt es den nicht mehr? Ich verstehe kein Wort. Audiogeräte verwalten. Wo ist er hin? Da. Deaktiviert? Was? Was? Wieso ist der deaktiviert? Das ist nicht geil? Updates sind super, ne? So, jetzt probieren wir mal aus. Warte. Oh, vielen Dank für den Tipp, Leute. Ihr seid großartig. Ohne euch ist das manchmal wirklich tödlich hier, sage ich euch echt. Jetzt ist die Anzeige auch weg. Spannend. Einen wunderschönen guten Morgen, liebst die Elfe und der Olli, nochmal guten Morgen. Hallo. Siehste, funktioniert. Ah, so Mama, jetzt gib mal her, was wolltest du den Leuten zeigen? Nein, nein, jetzt muss ich hier erst was ändern. Jetzt, jetzt ist alles hin, oder was? Nein. Hast du Farbpalette geändert, oder was? Nein, das weiß ich eben nicht. Ja, dann versuchst du einfach mal, drückst mal hier drauf und anwenden und vielleicht ändert sich ja was. Nee. Ändern sich nichts. Dann wird das alles nur gelb und so. Und hier? Auch nicht, ne? Du hast recht, das ist wie so ein brauner Hintergrund. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, du. Und wenn du da drauf gehst, das ist noch mit das Beste. Und du kannst das auch nicht verstellen. Aber irgendjemand hat was vorhin von einem Blaufilter gesagt. Ich weiß nicht, wo der ist bei dir.
Da ist weitere Hintergründe. Jetzt gehe ich hier noch. Nee, das will ich doch gar nicht haben. Diese weiteren. Dann such doch mal, warte mal, pass mal auf. Einstellung, suchen. Jetzt gib mal einen Blaufilter. Das auf Suchen. Und jetzt gibst du einen Blaufilter. Keine Ergebnisse. Geh mal, mach mal das Filter. Nochmal suchen. Ja, und jetzt geh einfach mal blau ein und warte mal, was er anzeigt. Gar nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Wer möchte schon einen braunen Hintergrund? Da hast du recht. Geh auf Einstellung, da kannst du dann ins Feld. Ja, nee, das geht nicht, Tenner. Das geht nicht. Gib mal Auge ein. Was? Ach so, Augenkomfort. Train Omsi und Flutschi, moin moin. Augenkomfort. Gib mal Augenkomfort ein. Jetzt habe ich immer diese blöden. Wie kommen die denn da hin? Die habe ich da zum Beispiel gar nicht rein. Jetzt gibst du auf Suchen und Augenkomfort. Ich weiß, wo Augenkomfort ist. Stimmt, du weißt, wo Augen ist. Ja, total spannend, wie, dass du weißt, wo Augenkomfort ist. Ja, wenn das nicht immer käme. Mama, gib doch einfach bei Suche ein Augenkomfort. Gleich ist sie wieder angepisst. Ja, weil ich jetzt immer diese blöden Bilder da kriege, die du da reingeholt hast. Was? Ich habe überhaupt nichts reingeholt. Augenkomfort, der ist an. Ja, dann mach mal aus. Aha, fertig. Das war's. Und die blöden Bilder sind Hintergründe, die kriegst du halt, wenn du auf Hintergründe tippst. Aber jetzt habe ich alles blau. Mama, das ist normal, das ist weiß-schwarz. Das ist ganz normal. Guck doch mal, der Hintergrund ist doch jetzt blau. Mama, das ist ganz normal. Ich habe nie blau und rosa. Das ist der Nachtmodus. Hier, guck mal, bei mir sieht es nicht anders aus. Du musst ja einen anderen Hintergrund machen. Dann mach den Nachtmodus raus, wenn du willst. Ich habe keinen Nachtmodus. Dann geh doch mal wieder auf Augenkomfort. Weil du ja weißt, wo Augenkomfort ist? Ja, er ist ja jetzt weg. Ja, wir machen da nochmal auf. Du hast ja jetzt gedrückt und alles wieder weggemacht sofort. Anstatt mal ganz entspannt darüber zu gucken, ohne direkt wieder in Panik auszurasten. So, und jetzt gucken wir doch nochmal. Da ist es immer noch rosa, siehst du? Ja, dann mach doch einfach mal, probier doch mal rum. Dann versuch doch jetzt mal die adaptive. So, jetzt machst du adaptive Helligkeit aus und guckst mal, ob sich was ändert. Jetzt probierst du einfach mal aus. Ist doch nichts verändert, siehst du doch da oben. Ja, aber du musst ja erstmal rausgehen und gucken. Ich weiß jetzt aber nicht, was daran so schlimm ist. Dann machst du halt den Dark Mode aus und guckst mal, ob sich was ändert, ob dir das so gefällt oder nicht. Wo ist denn Dark Mode? Du bist bei 3 Worten von einem 27-Worte-Satz und Mutti drückt schon. Ja, natürlich. So ist das halt, ne? Dieter, halt die Fresse. Bumsbares Opfer. Moin. Aber das merkt sie nicht, Leute. Sie wird sich gleich irgendwann umdrehen und ist dann wieder sauer auf mich, weil ich keine Geduld habe. Was muss ich denn jetzt machen? Einstellungen für den Dark Mode? Mama, ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Dark Mode. Ja, aber da machen doch einfach, drücke auf und auf hell. Ist trotzdem blau. Ja, aber ich will doch nicht alles. Mach auf dunkel wieder. Guck mal, es bleibt. Mama, pass auf. Dann sei doch mal ein bisschen ruhiger einfach. Ja. Das ist genauso, wie es da gesagt worden ist. Lass mich nicht mal 3 Worte sagen von 27 und dann machst du sofort weiter. Mach doch mal ganz entspannt. So. Und jetzt guckst du noch mal nach dem Blaufilter, ob du den findest. Und du guckst mal, ob man den noch mal ausmachen kann oder nicht. Jetzt geh noch mal zurück und dann suchst du noch mal irgendwie nach dem Blaufilter. Geh noch mal zurück und dann suchst du zurück und dann suchst du nach dem Blaufilter noch mal. Filter, gib mal Filter ein, einfach nur, wenn er Blaufilter nicht findet. Folter, genau, ja. Das ist das.
Das Schöne ist halt wirklich, ne? Irgendwann fängt sie dann an zu weinen und es stinkt sauer auf mich, weil ich keine Geduld habe. Ne? Aber ihr kriegt es jetzt mal mit, wie es ist. Filter, Filter, Filter. Zu beahnen. Ja, geh mal rein. So machen. Kannst du nichts kaputt machen. Nee, das ist es auch nicht. Zurück? Ja. Raster? Na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber mach mal automatisch HDR aus. Vielleicht ist das das. Was ist denn HDR? Was steht denn da? Machen Sie Ihre Bilder interessanter, indem mehr Details in den hellen und dunklen Bereichen Ihre Aufnahme. Das ist halt so fertig. Der Blaufilter ist augenschonend, beziehungsweise... Ach so, der Blaufilter ist augenschonend. Okay, gut, das zu wissen. Ich habe davon ja auch keine Ahnung, du. Jetzt weiß ich nicht... Taki, moin, vielen Dank. Hallo, Raster habe ich jetzt angemacht. Was ist Raster? Woher soll ich das wissen? Jetzt hast du einfach alles angemacht, was da ist. Und dann heißt es nachher wieder, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Geh mal auf deine Startseite. Auf meine Startseite. So, und mach dir doch mal einen schwarzen Hintergrund. Wie mache ich das? Naja, da, wo du gerade dich aufgeregt hast, wo über Hintergrund lauter komische Bilder sind. Hintergrund und Stil, so. Meine Hintergründe? Dann suchst du dir einfach mal einen dunklen Hintergrund aus. Das ist alles, was ich da habe. Ach komm, lass, weißt du was? Das machen wir jetzt nicht. Ich gehe dann nachher... Los. Und Tarkin, danke. Bei Night Shift kann man warm und kalt einstellen. Bei ihr ist es zu kalt. Was ist denn Night Shift? Was ist Night Shift? Geh mal auf Einstellungen und auf Suche Night Shift. Also diese... Night Shift. N-I-G-H-T? Ja. Gibt's nicht. Wenn das nämlich dieser Bildschirmmodus ist, den kann ich nicht einstellen. Der ist auf diesem Handy nicht da. Da habe ich nämlich gestern... schon internetmäßig gegoogelt. Nachtmodus. Den habe ich auch nicht. Mofus. Der Nachtmofus. Zur Folter mit dem Nachtmofus. Da gibt es auch keine Ergebnisse, habe ich auch nicht. Aber danke für eure Hilfe. Ja, aber ich habe davon auch keine Ahnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, so ist auf jeden Fall besser als vorher. Aber... Ja. Das ist wieder wichtig jetzt hier, muss ich eben kurz. Ja, wenn wir jetzt beide am Handy rumfummeln, ist das kacke, aber ich muss hier wirklich kurz was klären. Ja, mach das. Dann leg du das doch kurz zur Seite, dann kannst du vielleicht mit den Leuten ein bisschen quatschen. Muss ich das erstmal wieder ändern, da ist schon gleich wieder die Sache, ich muss, sonst kann ich euch überhaupt nicht lesen. Das ist jetzt ein... Ach, Helligkeit. Die haut nämlich dann immer ab. Das war, bis gerade war alles super. Bis du wieder nichts gemacht hast. Ich habe nichts gemacht, die ist schon alleine rausgehüpft.
heißt auch manchmal Schlaf. Schlafenszeitmodus. Okay, da gucke ich noch mal rein. Hab ich noch nie gehört. Spannend. Schlafenszeitmodus. Suche ich mal eben, warte mal. Den habe ich, den Schlafenszeitmodus. Bereiten Sie sich auf das Schlafen vor, indem Sie den Bildschirm auf Graustufe ändern. Zeitplan festlegen. Sie können in der Uhr-App eine Schlafenszeit festlegen. Sowie Anrufe, Alarme und andere Töne stumm schalten. Ja, aber dann habe ich ja nur Grau. Also ich habe gestern mal auf Graumodus geändert. Nee, das mache ich nicht. Bei mir heißt das so. Geh auf Einstellungen. Mein. Mein Gerät, Blaulichtfilter oder Nachtmodus. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Danke für eure Hilfe, aber das gibt es einfach nicht. Das haben wir gerade schon ein paar Mal versucht. Mein Gerät, Einstellung. Ach so, das kann ich nochmal versuchen. Suche ich nochmal. Mein Gerät. Mein Gerät. Der Gerät. Mein Gerät. Mein Gerät finden. Mein Gerät finden und dann Geräte, Blau, Lichtfilter oder Nachtmodus, Einstellung, mein Gerät. Das, mit mein Gerät finden kannst du dein Gerät aus der Ferne orten und deine Dateien schützen. Ja, das alles. That is it. So. Ach, wisst ihr was? Das lassen wir jetzt. Ich habe das so, wie es da jetzt ist. Ich soll dir helfen. Sophie, ich muss aber heute unbedingt ein paar Sachen klären mit wegen der Arten Games. Es geht halt nicht anders. Und wenn ich da ein bisschen hin und her schreiben muss, dann kann ich meine Manu bitten. Hallo, ich kann gar nicht. Es ist halt so. Bei Luzi! Einstellungen gibt es mein Schnucki Gerät. Pupsi-Mausis. Really? Gibt's bei mir nicht. Bei Einstellung gibt es mein Gerät und ich finde es hier nicht bei mir. Sie findet mein Gerät nicht. Muss ich das Samsung-Account? Kann es ja nicht sein, ne? Guck hier, da, das ist das bei Einstellung, was ich alles... Klick doch mal auf Samsung-Account. Kontensicherung... Klick doch mal auf Samsung-Account. Nee, ist es nicht. Wieder zurück. Verbindungen, Themes, Themen, Hintergründe, Symbole, Startbildschirm, Sperr, biometrisch, Datenschutz, Standort, Sicherheit, Notfall. Ein paar Einstellungen heißen von Handy zu Handy an. Bei mir heißt es Farbschema, woanders Farbmodus, Farbtemperatur, Farbkorrektur. Ja. Luzi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Vermisst du eigentlich als Selbstständige? Der Stream geht um 12 Uhr, gehen wir rüber zum Felix mit dem Countdown. Vermisst du dein Feierabendgefühl? Sivox hatte ich nie. Ich habe mit 16 angefangen zu jobben und das waren keine normalen Arbeitszeiten. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht im Zentral-OP der Uniklinik Münster.
Und da hattest du verschiedene Schichten. Da hast du mal morgens um 7 Uhr angefangen, da hast du aber auch Nachtschichten gehabt, da hast du Wochenendschichten gehabt. Ich habe immer in der Gastronomie gearbeitet, seitdem ich denke, solange ich denken kann. Ich bin ehrlich, auch wenn ich nicht viel habe, so wie im Moment und das alles ein bisschen eng ist und so, fühle ich mich besser damit, mein Leben selber bestimmen zu können, als jeden Morgen um 8 Uhr da zu sein, bis 17 Uhr zu arbeiten und Feierabend. Ne? Beispiel. Luzi geht's gut, die isst, das ist schön, ich mag die Frau sehr gerne, wir haben uns ewig lang nicht mehr gesehen. Schönes Beispiel, wenn sie jetzt sagen würde, du pass auf, ich habe aber diese Woche nur Vormittagszeit, dann kann ich mir Zeit nehmen und dann, was weiß ich, könnte ich sie besuchen fahren. Wenn ich jetzt arbeiten müsste, könnte ich das nicht. Ne? Das sind halt Vorzüge, die man hat. Auf der anderen Seite, du kriegst dein regelmäßiges Geld, du kannst alles planen. Will ich das? Will ich mein komplettes Leben planen? Ich nicht. Ich kann aber verstehen, wenn Leute das möchten. Ne? Also ich verstehe das, dass Leute Sicherheit und koordinierte Abläufe vielleicht sogar brauchen, weil sie ansonsten damit nicht klarkommen. Ne? Vielleicht diese Einstellung, Anzeige, Helligkeit und du wählst Night Shift aus. Ne, das haben wir ja schon. Haben wir alles gemacht, aber irgendwie sieht es jetzt besser aus als vorhin. Dieses Bräunliche ist weg, ne? Das ist schon die ganze Zeit weg. Jetzt ist es, wie du gesagt hast, bläulich. Oder bläulich, ja gut, aber jetzt sieht es vielleicht doch wieder normal aus. Ich weiß es nicht. Olli, hast du eigentlich selbst Tattoos? Ja, auf der linken Ja, Schulter. sieht besser aus jetzt. Alles wieder viel besser. Auf der linken Schulter habe ich ein kleines Tattoo. Mit 16 bin ich an einem Salon vorbeigelatscht, an einem Salon für Ladies, bei denen man sich zum Beispiel die Augenbrauen und so hätte machen können. Und die haben mir ein Bio-Tattoo angeboten. 3 Monate, dann ist es wieder weg. Da war ich 16. Es ist immer noch da. Und das Ziel ist es, irgendwann mal ein schönes daraus zu machen, ein schönes großes, und das war's dann. Ich finde den Gedanken des ständigen Arbeitens krass. Naja, also Sivox, ich kann dir sagen, ich kann mich im Moment nicht daran erinnern, wann ich einen kompletten Tag frei hatte. Oder mal zwei hintereinander für mich. Das ist halt immer so Definitionssache. Manche Leute brauchen eine 4- oder 5-Tageswoche und dann Samstag, Sonntag frei. Ansonsten kommen die nicht klar. Ich bin zum Beispiel aus der Schweiz wiedergekommen, Krass. hab am nächsten Tag 3, 4 Stunden mit meiner Ma verbracht, 3, 4 Stunden für die Art Games gemacht, am nächsten Tag das erledigt, das erledigt. Also auch wenn ich nicht streame, muss ich ja irgendwie was machen und so, ne? Guck mal, was Spidolino schreibt, hab meins mit 15 selber gestochen. Naja, wenn du das kannst, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich kenn ja viele Tattoo-Artistinnen und Artisten, die machen das häufig, ne? Tina schreibt, Ich bin ehrlich, ich liebe geile Tattoos. Ich finde Tattoos auch extrem sexy, ja. Aber mittlerweile finde ich einen komplett nicht tätowierten Körper fast noch sexier. also, ich weiß nicht, ob es jetzt am Alter liegt oder dass das Tätowieren in meiner Altersklasse jetzt nicht mehr oder auch früher noch nicht so angesagt war wie heute. Was ich nicht mag, aber wie gesagt, das bin jetzt nur ich. Ich mag es nicht, wenn die Menschen ihre Gesichter, ihren Kopf und alles auch tätowiert haben. Ich persönlich finde es einfach zu viel. Wenn hier auch alles, der ganze Kopf, die Kopfhaut, alles bis dahin tätowiert ist, wer das für sich selber mag, ich würde jetzt nie sagen, Iba, und mit den Menschen nicht reden oder so in keinster Weise. Julia zum Beispiel, die Tattoo-Artistin, die letztes Jahr auf der Aber Games war. ja. Aber ich persönlich, wenn alles voll ist, hier im ganzen Gesicht und überall, und dann hängen noch die Drähte aus der Nase oder so. Das sind Sachen, die fallen, da
weiß ich nicht, ob das eine besondere Art Ästhetik ist, die ich in meinem Alter habe, dass ich denke, wenn ich mal so alt bin wie ist du, ist das so? Wir werden eine Generation haben, da sind ganz, ganz, ganz lauter ältere Damen und Herren, die alle tätowiert sind. Ne? Ja, lustig. Aber doch nicht unbedingt im Gesicht, dass das ganze Gesicht voll geschmiert ist. Ich mag das auch nicht im Gesicht. Oder dass hier diese ganzen Drähte in Nase, in Mund und Ohren und Augen und überall da reingehämmert wurden. Naja, es ist wie mit allem. Wenn es zu viel ist, ne, zu extrem, dann ist es immer schwierig. Aber man muss das halt auch respektieren, ne, und ich akzeptieren. Das tue ich. Also das tue ich. Und bei Julia finde ich sogar hübsch. Ne? Mir ist das auch zu viel. Aber das wäre jetzt kein Grund zu sagen, nee, mit dir möchte ich nicht knutschen, dich mag ich nicht, weil... Ne? Nee, es geht nicht ums scheiße Aussehen, dass du vorher vielleicht ein Grinsegesicht hast und dann wird deine Haut faltig und dann hängen die Grinsegesichter runter oder sowas. Das meine ich nicht. Ja, auch super. Darfst du auch nicht immer von super extremen. Es gibt Leute, ja, die lassen sich den Nasenknochen entfernen, lassen sich das Gesicht so tätowieren, dass sie aussehen wie ein wandelnder Toter. Und ja, sowas zum Beispiel. Also das, was Olli gerade gesagt hat. Das sind so Sachen, die der Mensch hat das gemacht, aber der Mensch muss meiner Meinung nach, auch wenn er sich so auffällig verändert durch so Tattoos, im Gesicht zum Beispiel, also dass er wie so ein wandelnder Toter zum Beispiel aussieht, muss er auch damit leben können, dass es Menschen gibt, die das halt nicht so toll finden oder die vielleicht da nicht hingucken wollen oder ähnliches. Ich glaube, ich würde mich sehr, ich würde das, für mich wäre das jetzt nichts. Wenn die das gemacht haben und wenn die das tun, dann ist das halt so. Sie müssen da nur das ganze Leben mit zu Ende, mit gehen. Und ich weiß auch nicht, wenn die mal so, ja, wenn da mal so Operation notwendig ist, wie schlimm ist das, wenn da mal vielleicht irgendwas dann da wäre und man müsste an den Tattoos irgendwas operieren. Also nicht, weil das ein Tattoo ist, sondern weil, keine Ahnung, irgendwie da eine Verletzung in der Haut ist oder so. Was passiert dann? Verändert sich dann das Tattoo? Sieht man dann ganz anders aus? Oder ich weiß es nicht. Also, naja. Solche Menschen brauchen Aufmerksamkeit, darum wollen die sich hervorheben. Meinst du, dass das ist damit, aber das kannst du doch auch mit anderen Dingen. Da musst du doch nicht jetzt dich so anders, also dein Gesicht so zerstechen lassen. Meins wurde leider auch nicht mit Maschine gestochen. Ja, wie hast du das denn gemacht? Bist du mit einer heißen Nadel in eine Farbe und hast dir das da reingehauen oder was? So funktioniert übrigens Tätowieren mal. Was? So ungefähr, ja. Bei Ollis Tattoo. Motte! Moin! Die Motte, ne, Mumus, zum Beispiel. Hallo. Die Motte zum Beispiel, ne, hat ja auch Tätowierung. So. Eine kleine Tätowierung quasi. Und auch im Gesicht übrigens. Ne? Gut. Da, bei Olli. Ollis Tattoo hilft halt nur noch Arm abpacken. Du Arsch. Also ich muss das wirklich mal googeln. Wie das ist, wenn du jetzt so dein Gesicht oder irgendwie doch auffällig tätowiert hast. Jetzt hast du eine Verletzung, die operativ gemacht werden muss. Und wenn das dann vielleicht anders heilt, weil du da eine Narbe hast, verändert sich dann das Tattoo? Ist das dann dadurch weg, das Stück Tattoo oder so? Wo ist der Unterschied, Gesicht oder Arm? Ja, weil du es am Arm vielleicht verdecken kannst, aber im Gesicht kannst du es ja nicht verdecken. Wenn oder du im Gesicht operiert wirst und hast hier so eine Narbe, dann hast du ein geringeres Problem, glaube ich, mit so einer fetten Narbe im Gesicht, als wenn du dein Problem hast, dass dein Tattoo kaputt ist. Also, du hast manchmal Gedankengänge. Aber wo wir dabei sind, ich habe jetzt was Kurioses gelesen. Also ich bringe auf jeden Fall jetzt meinen Gedanken noch zu Ende, auch wenn ich gerade wieder unterbrochen worden bin. Mach das, ich geh mal. Die Motte zum Beispiel ist eine sehr hübsche Frau und die hat auch Tattoos am Kopf, also im Gesicht, nicht nur da.
Das geht, finde ich, auch noch. Aber ich glaube auch, dass die Motte zum Beispiel jemand ist, der ist da scheißegal, was du denkst, sondern das ist für sie sehr schön und fertig. Und ich glaube, so sollte man auch damit umgehen. Aber ich denke auch, das, was meine Ma gerade gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt. Du musst, wenn du natürlich so polarisierst, davon ausgehen, dass es Leute gibt, die dich schräg angucken, weil die das einfach nicht verstehen können. Und ich zum Beispiel, ich würde mir auch nicht ins Gesicht irgendwas tätowieren lassen oder so, aber wer weiß, wie es unter meinem Bart aussieht. Ihr habt ja keine Ahnung. Andere Leute würden sagen, wie kannst du dir nur so einen Bart wachsen lassen, Alter? Rasier das Ding ab. Meine Mutter zum Beispiel, du bist so ein hübscher Kerl. Ne? Ja, aber hier, die Mondmotte, ne? Ich finde es ästhetisch, sollen sie gucken und sollen sie spucken. Das ist schon wieder geil. Das zeigt ja nur, was für schlechte Menschen das sind, also wenn sie spucken. Richtig, korrekt. Das sagen Mamas immer, dass man hübsch ist. Luzi ist heute wieder auf Krawall gebürstet, oder? Arschkuh. Aber den Satz finde ich super. Sollen sie gucken, sollen sie spucken. Das ist korrekt. Wie gesagt, bei der Julia und bei der Mondmotte finde ich das auch noch cool irgendwie. Das ist schön gemacht. Es gibt halt viele Leute, die haben dann hier einen Kreis und da irgendwie schräg was drüber und so. Das muss ich auch akzeptieren. Aber da kann ich auch sagen, das gefällt mir nicht. Bei den beiden Mädels zum Beispiel gefällt mir das sogar noch. Und ich finde das, aber ich glaube, dass für mich ist, das wäre auch, glaube ich, die Grenze so quasi. Ne? Das Gaffen fällt mir gar nicht mehr auf. Ja, okay, cool. Bayerischer Rebell. Bayerischer Rebell. Alles gut bei euch? Vor kurzem war wieder die Bart-Weltmeisterschaft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lucky. Aber es ist auch blöd, wenn man jedes Mal, wenn du reinkommst, fragt man, alles gut bei euch, weil man keiner denkt, fragt oh, das. Neuigkeiten. Keiner fragt das, nur du. Ich nur, ne? Lucky Diamond Rich, der meist tätowierte Mensch der Welt, ununterbrochen im Guinness-Buch der Rekorde und ist unangefochtener, ist tätowiert. Durch stetig wechselnde Motive ist seine Haut in gewisser Hinsicht sogar schon... Aber glaubt, ist das denn überhaupt für so eine Haut, für so einen Körper gut, wenn da so viel... Aber man darf in Deutschland, glaube ich, nicht mehr farbig tätowieren. Ja, was total albern ist. Man darf, glaube ich, nur noch schwarz-weiß tätowieren. Ja, aber weil sich wieder keine Leute damit beschäftigt haben, die sich damit auskennen. Ich kenne mich damit auch nicht aus, aber ich habe mit ein paar Tätowiererinnen und Tätowierern gesprochen, die alle gesagt haben, dass das totaler Bullshit ist und dass du schöne Farben nehmen kannst, die nicht mal ansatzweise irgendwie deine Gesundheit schädigen und so. Ne? Warum? Weil Farben irgendwie etwas beinhalten, was vielleicht giftig ist für den Körper? Oder warum haben die jetzt gesagt, keine Farben? Ich habe den Sinn. Ja, weil es Apfelbaumwachstum fördert bestimmt nicht. Ja, gut. Genau. Ja, aber mal generell, nicht nur beim Tätowieren, dieser EU-Deutschland-Gesetzesstandard ist ja sowieso zum Kotzen. Ne? Die EU beschließt was, Deutschland muss es umsetzen, macht es aber nicht. Deutschland beschließt etwas, setzt es um, obwohl die EU sagt, das ist Quatsch. Die EU sagt zum Beispiel, die Schufa ist gesetzeswidrig. So. Und Deutschland hat sie trotzdem noch. Ne? Also wozu sind wir in der EU, wenn der Europäische Gerichtshof sich nicht einigt, dass das in allen europäischen Ländern gleiche Voraussetzungen für alles gibt? Das hat Quatsch alles. So, ich werde jetzt meine Sachen packen und abtauen. Nun brauche ich, jetzt sieht ja alles wieder richtig gut aus. Ich finde das ja auch richtig, dass man das kontrolliert. Ne? Ich meine, ich finde es gut, dass Tätowierungen nicht mehr so blöd angesehen werden, wie es vielleicht zu Zeiten war, als meine Ma noch ein bisschen jünger war und so. Finde ich super, dass sich Leute freier ausleben dürfen und vielleicht auch eine Tätowierung in der Bank zeigen dürfen, wenn sie da arbeiten oder so. Das finde ich gut. Aber ich finde auch gut, dass sich Leute darum kümmern, dass das alles vernünftig gemacht wird. Luzi, du Blöde. Genau, Luzi, so sieht's aus. Es ist ja, das sind auch wieder so Sachen, diese Verbote. Es zum Beispiel machen ja viele Urlaub, ob nun in Thailand, ob nun in der
Türkei oder sonst wo oder in anderen Ländern. Und da sind ja diese Farbstoffe erlaubt. Da kannst du ja, glaube ich, noch bunt tätowieren. Nee, aber da kannst du ja auch alles andere machen. Und ja. Das hat ja jetzt wieder nichts so mit Tätowieren zu tun. In vielen Ländern sind ja viele Gesetze, ist denen ja alles scheißegal. Da kannst du Müll auf die Straße werfen, da kannst du, ne? Ja, okay. Welche Tattoofarben? Genau, Tanner, ganz genau. Wer sich ein Tattoo stechen lassen möchte, muss ab dem 4. auf 2 beliebte Farbpigmente verzichten, denn dann kommt das aus für die Farbstoffe Pigment Blue, ein strahlendes Blau, und Pigment Green, ein dunkles Grün. Darauf weisen die Verbraucher. Ja, aber warum? Müsst euch mal überlegen, schreibt Tanner, in Deutschland darfst du die Cola mit bestimmten Zusätzen nicht verkaufen. Aber du darfst sie in Polen kaufen. Hempi. Und hier, vielleicht haben wir... Ich verneige mich voller Ehrfurcht vor deiner Leistung, schmeiße dir einen Kuss rüber und freue mich, dich wiederzusehen, mein Lieber. Und wow, über das, was wir gequatscht haben, bevor du Poker-Großmeister im großen Stil geworden bist, quatschen wir in Ruhe, wenn die EPT vorbei ist. Ja. Also deshalb haben wahrscheinlich die gestern auch in Venlo palettenweise Dosen abgekauft und rausgeschleppt. Wovon? Von Cola und von Sachen. Wie teuer war die denn? Das weiß ich nicht. Vielleicht, es könnte ja am Preis gelegen haben. Ganz abgefahrener Gedanke, ne? Ganz abgefahrener Gedanke. Aber es war nicht schön, gestern dort einzukaufen, weil es einfach zu voll war. Es war. Stell dir vor, du hättest einen Sohn, der dir das Tage vorher schon gesagt hat, dass das totaler Quatsch ist, das zu machen. Stell dir vor, du hättest sowas. Das wäre abgefahren, oder? Ja, aber ich hätte ja, ich stell dir vor, ich hätte da nicht drauf gehört. Und das wäre es halt gewesen. Ich habe aber auch, nein, ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe gedacht, die sind alle entweder noch kaputt, weil sie in den Mai reingefeiert haben, und außerdem war ja Hexensabbat auch noch. Da geht man ja davon aus, dass die alle unterwegs sind. Oder aber, dass sie gestern eben so mit Fahrrädern und Bollerwagen und Maiglöckchen und Bäumchen da unterwegs sind. Maiglöckchen, Weißröckchen. Eure most underrated Stadt in Deutschland. Die meist unterschätzte Stadt in Deutschland. Danke, Speedy. Aber soll ich dir noch mal kurz, bevor ich gehe, etwas erzählen, was ich kurios fand, wo ich dachte, also Japaner sind ja... Sechs Minuten hast du noch. Ja, aber Japaner sind ja manchmal schon grundsätzlich in manchen Dingen etwas anders, etwas durchaus überdrehter oder so. Ein Japaner. Woher weißt du das? Weil du so oft in Japan warst und so viel mit Japanern zu tun hast? Oder? Nein, weil man weiß, dass Japaner für viele Dinge auch offener sind und auch Dinge ausprobieren. Woher weißt du das? Weil das wissenschaftlich... Weil du Japan-TV guckst oder was? Und das siehst jeden Tag oder was? Weil das wissenschaftlich festgestellt wurde. Von wem? Weiß ich nicht. Von Miami Zeitung. Ich weiß es doch nicht. Aber warum glaubst du dann so einen Quatsch? Ja, guck mal, die haben ja auch die Monchichis und alle sowas. Das woher ist, weißt du, dass die Monchichis aus Japan kommen? Dachte ich. Ja, oder wie heißen denn diese Mädels und so weiter, die sich da so hübsch verkleiden? Diese, Karneval! Nein, die haben doch, wie heißt das denn, diese... Ach, die machen sogar auch Veranstaltungen damit. Wie so eine Comicfigur. Wie heißt das denn noch? Manga. Mangas, genau. Mangas haben die auch. Das würde ein Deutscher nie machen. Nee, wir haben Hüpfmariechen. Das ist natürlich was ganz anderes. Wenn Frauen sich in komische, notgeile Kostüme pressen und ihre Beine breit auseinanderwerfen vor einem notgeil gaffenden, meist älteren Publikum, most besetzt mit Männern.
Das ist natürlich, da sind wir natürlich ganz, da sind, ne? Da sind wir natürlich viel besser aufgestellt als die Japaner. Ja. Das nennt man Cosplay. Das ist richtig, Lakatz. Ach so. Und ich finde Cosplay voll geil. Ja, aber Cosplay meinte ich nicht. Ich meinte diese Manga-Kostüme und. Ja, aber das ist Cosplay. Ach, das ist Cosplay. Wenn du dich verkleidest. Ach so. Ja. Manga ist zum Leben. Ich finde das ja, toll. Jetzt kommen die Klugscheißer hier wieder raus. Ich finde das ganz toll, wohlgemerkt. Aber das wollte ich doch gar nicht sagen. Aber da ist ein Japaner, der in seiner Freizeit Hund spielt. Der hat ein Hundekostüm an und hat das jetzt so weit gemacht, dass er sich sogar in seiner Freizeit in einen Käfig setzt und sich an der Leine in seinem Hundekostüm immer mal rausführen lässt. Weiß ich nicht, ob der dann auch, das haben sie jetzt nicht dazu geschrieben, ob der denn auch sein Geschäft draußen erledigt oder so, das weiß ich nicht. Und du bist jetzt der Meinung, dass die Japaner, weil ein Japaner das macht von was weiß ich nicht, wie viele Milliarden, die es gibt. Ich könnte dir ein paar Geschichten von ein paar Deutschen erzählen, die Sachen machen. Es gibt Deutsche, die kaufen sich 8 Kilo Mett, schmeißen in eine Badewanne und ficken das Mett. Weil die das total geil finden. Das macht ein Deutscher. Glaubst du jetzt im Ausland, die denken, dass wir alle Deutschen das machen? Oder? Nein. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass alle Japaner das machen. Aber Japaner haben eher aber. Den... aber. Also das Aber nehme ich weg. Nur Japaner haben halt auch den Mut, solche Dinge zu machen. Ja, so wie der Deutsche. Ey Jochen! Brauchst du wieder deine 8 Kilometer? Jo, Frau Meier. Schön, das ist der typische Diskurs dann jedes Wochenende im Edeka um die Ecke. Stabiles Thema hier. Moin, Knüppel. Knüppel, hallo. Das nennt man Petplay. Da, meinst du das mit dem Hackfleisch oder meinst du das mit dem... Aber Dieter sehe ich auch. Schön in seinem Garten, in so einem Käfig. Beinheben ab und zu. Else führt ihn an der Leine rum. Ja, da sehe ich Dieter. Also Leute, wenn ihr morgen einschaltet, kann ich euch sagen, was mit der Atemgame ist. Der eine bittet sich noch, also bis morgen Mittag. Der eine bittet sich halt noch aus, Zeit bis morgen Mittag. Und dann wissen wir es zu 100%, was damit ist. Solange müsst ihr jetzt noch warten. Und solange gebe ich denen jetzt auch noch die Zeit. Und sollte es so sein, dass wir die Gelder bekommen, dann entscheiden wir morgen zusammen, was wir machen. Wenn wir die Gelder nicht bekommen, dann entscheiden wir auch nicht zusammen, was wir machen, weil dann werde ich es absagen und dann werde ich auch schriftlich alles online stellen, was ihr dann machen könnt und wie es aussieht. Nächstes Jahr steht, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Liebe Raider. Liebe Raider, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie. So, lieber Felix, du Nappes, du weißt, dass ich online bin, ne? Beim Danke. Warm-up. Dann kannst du einfach mal Hallo sagen im Chat und du kannst mir sagen, du bist jetzt online. Dann können wir nämlich zu dir rübergehen, ne? in den Dings. So, danke für eure Hilfe bei meinem Handy. Das war schon richtig gut. Vielen Dank dafür. Das war jetzt der Hauptsache, der Grund, warum ich hier war. Dankeschön. Felix ist noch nicht online. Ja, dann gehen wir auch noch nicht rüber. Wieso ist Felix noch nicht online? Morgen? Wie sieht's aus mit morgen? Ja? Ja, wie sieht's aus mit morgen? Ja, wann, um wie viel Uhr? Du hast gesagt, du musst nachgucken, ob du Zeit hast. Deswegen frage ich dich, ob du überhaupt Zeit hast. Ich würde vielleicht morgen zur Ratssitzung gehen, ins Rat. Morgen früh, oder? Ja, von 10 bis 12:30, aber ich muss das nicht. Das kann ich auch beim nächsten Mal machen. Du, ja, wenn du da hin willst, kannst du das machen. Da passieren jetzt nicht so viele Dinge. Wie war denn dein Plan für morgen früh? Dann sag es. Ich muss... einfach zwei Sachen erledigen innerhalb dieser Woche. Irgendwann vormittags mit dem Auto muss ich hinfahren. Ich will das Shogat-Lager kündigen und ich will den Parkplatz da kündigen. Ja. Und da muss ich halt persönlich abgeben, die Kündigung. Das will ich machen morgen.
Morgen Abend kriege ich eine Einkaufslieferung, nur gesundes Zeug. Ich will mich ja mal wieder gesund ernähren und ich will jetzt endlich für den Rest meines Lebens mit 1,85, 86, was weiß ich, wie groß ich bin, auf meine 90 Kilo runter. Das will ich einfach schaffen. Und dafür vielleicht auch noch ein, zwei Sachen einkaufen. Das können wir ja zusammen machen, aber ich weiß noch nicht genau wann. Kommt drauf an, wie lange es heute geht, das weiß ich nämlich auch noch nicht genau. Mhm. Ja, ansonsten habe ich morgen nichts vor. Also wie gesagt, das kann ich... Lieber Alex, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Mhm. Donnerstag kann ich nicht, dann vielleicht Freitag nochmal. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist das eine. Das andere, hast du dir ein Tango gemacht? Nee, habe ich vergessen. Ja, wie gesagt, also am Samstag ist der letzte Pokertag. Ich weiß nicht, wie lange der geht. Und am Sonntag, da ist er doch. Luzi. Am Sonntag habe ich Geburtstag. Mal gucken, ob wir irgendwie reinsaufen feiern, ob jemand vorbeikommt zum reinsaufen feiern. Mhm. Müssen wir alles schauen. Und bis dahin ist ja noch ein Tag hin. So, ciao Elfe. Wir sagen Luzi, jetzt, vielen Dank für deine Heiligsprechung da. Wir raiden jetzt rüber. Dahin. Dieter, ciao, ciao. Mach WhatsApp-Gruppe, Olli. Für was? Also, Leute, wir gehen jetzt rüber. Gleich geht's los. EPT Main Event Tag 2. Ich freue mich. Morgen spätestens 10 Uhr, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen früher, ist wieder Warm-up. Das ist jetzt die ganze Woche. Sei denn, die Welt geht unter, irgendwas kommt dazwischen oder so. Morgen Mittag wissen wir endgültiges Ergebnis zu Harten Games. Finally, Feierabend. Danke Elfe, danke Leute. Wir sagen jetzt beide Tschüss. Vielen Dank für eure Hilfe an meinem Handy. Tschüss.